Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal und das ist ein ganz spezielles, denn wir schauen uns mal die Strecke zwischen Crewe und Liverpool Lime Street an. Das ist die Strecke, die am 31.05. Man sieht hier die kleine Anspielung mit dem Headcode, für den Train Sim World 2 rauskommt, Spirit of Steam. Und ich dachte, wir schauen uns mal die Strecke an, wie sie im Modernen aussieht. Das ist die Strecke von Alan Thompson, West Coast, Mainland, Midlands and North West, aka Missing Link, in der vierten Phase. Und ein kleines Vorwort zu dieser Strecke. Die Strecke ist noch in Entwicklung. Da fehlen teilweise noch Sachen wie hier, da die Masten von der Oberleitung oder vielleicht ein Bahnsteig. Ich habe versucht, das weitestgehend zu kaschieren, was halt zu kaschieren geht. Aber ja, also ich sag mal so, 5% von den Assets fehlen hier gerade. Ich weiß nicht warum. Sollten eigentlich da sein. Zumindest auf dem Abschnitt, wo wir hier fahren. Also schaut mal über das hinweg. Ja, das ist Crewe. Da startet auch Train Sim World 2 und hat im Original hier, also was heißt im Original, in den 1960er Jahren, wo ja Train Sim World 2 dann spielt mit den Dampfloks, hat es hier wesentlich mehr Gleise. Aber die Grundstrecke ist die gleiche. Und hier hinten haben wir das Heritage Museum, beziehungsweise das Center hier. Und da steht auch der APT, Advanced Passenger Train. Steht in echt auch da. Und da war noch ein bisschen mehr Zeug. Okay, als Fahrzeug haben wir hier hinten die Class 40, eben mit dem Headcode 31.05. Wobei das ist eigentlich ein I, aber wir sagen jetzt mal, das ist eine 1. Und dann haben wir hier 10 MK1 Wagen. Ebenfalls von Armstrong Powerhouse. Und ich würde sagen, wir gehen mal in die Lok hier rein. Weniger laut. Lösen die Bremsen. Sehr gut. Und jetzt schaue ich gerade mal, ob der Boiler an ist. Ja, der ist auf Running. Das heißt, hier sollte man dann demnächst mal die Heizung anhaben. Alles soweit vorbereitet. Ja, dann geben wir mal Signal für die Abfahrt. Nice. Und los geht's. Nicht so laut wie die Class 37, aber dafür wesentlich mächtiger und schwerer. So, Ausfahrt ist mit 20 Meilen pro Stunde hier. Wirklich in die Lok. Wir werden auch keine anderen Züge sehen. Oder ob ich die abgeschaltet sind. Das ist ein Quick Drive, den ich jetzt hier gemacht habe. Es geht ja jetzt hier nur einfach um die allgemeine Strecke. Nicht, dass wir hier was Spannendes zugtechnisch sehen würden. Oder sollen. Hier links geht es dann weiter zu einer Strecke, ist aber hier nicht weiter ausmodelliert, so wie rechts. Und ist jetzt die Hauptstrecke, viergleisig, mit Slow und Fast. Und von unten kommt hier noch was, aber ich weiß jetzt gar nicht, woher das hier unten kommt. Könnten eigentlich mal kurz nachschauen, ob man da was sehen. Ne, ich glaube, das ist einfach, das ist hier einfach nur ein Prop. Ist mal schauen, ob das bei Train Sim World 2 dann, wie wir da unten irgendwie rumfahren. Ha. Vielleicht auf der anderen Seite? Das war ja dann, ach, hier. Das ist wie so eine Umfahrung hier. Alles klar. Ja, diverse Abstellungen hier. Da geht die Strecke noch weiter. Riesenabstellung da. Gehen wir davon aus, das wird es auch in Train Sim World 2 in der Version dann hier geben. Ah, ja. Also rangiertechnisch haben sie gesagt, da wird einiges los sein. Okay. Wir können hier mal wieder voll Schmackes geben. Oh, da fängt sie an zu schreien.
Ah, Screenshot Time. Nein! So. Mal kurz kontrollieren. Ich glaube, 60 sind es jetzt hier. Na, 75. Alles klar. Das für eine geraume Zeit hier erstmal. Also die ganzen Oberleitungsmasten müsst ihr euch wegdenken dann für Transceiver 2. Sind natürlich nicht da. Aber weitestgehend die Hauptstrecke ist identisch wie zu damals. Was ich so von der, vom Streckenplan her gesehen habe. Nur die Nebengleise sind teilweise verschwunden. Wir können uns mal die Karte anschauen. Während wir hier fahren. Du hast Liverpool Lime Street. Und hier zum Beispiel das... Da hat es eine mega Abstellung in Transceiver 2. Existiert aber heute nicht mehr. Fahren dann hier runter. Kreuzung hier. Hier wieder runter. Da wird die Mainline weitergehen. Also Transim Classic könnt ihr das, den Part hier fahren. Und wir kommen von da unten. Also von da bis nach da oben. Das ist das, was wir hier dann in Transceiver 2 haben. Und wir könnten hier nach unten noch ein bisschen locker flockig weiterfahren. Könnte man vielleicht ein anderes Szenario mal machen, weil es wirklich eine schöne Route. Aber die Hauptstrecke ist zumindest vom Verlauf her relativ unspannend. Bis auf halt die paar Kreuzungen da. Passiert ja nicht sehr viel. Okay, ich habe mir gerade die Fakten geholt zu Spirit of Steam. Ja, wir könnten uns mal da etwas an Passagierwagen mal hinstellen. Ich würde gern in einen Wagen reingehen. Geht es? Haben wir eine Ansicht für Ihnen? Ah ja, wunderbar. Wobei, ja, da sehen wir die Strecke nicht. Auch eine doofe Idee. Bleiben wir hier vorne drin. Dann könnt ihr die Strecke sehen. Also, insgesamt haben wir 58 Kilometer Strecke von Liverpool nach Kew. Wie im Jahr 1958. Historisch korrekte Details, Gleisanlagen und Infrastruktur. Hey, machen wir das mal kurz auf einen anderen Monitor. 15 authentische Stationen. Dann haben wir die LMS Jubilee Class in BR Late Brunswick Green. Und die LMS Stenia 8F Dampflokomotive. Dann haben wir noch MK1 Wagen in der Konfiguration FK, TSO, BSO und WG. FK ist, glaube ich, na, FK weiß ich gerade. TSO steht für Tourist Second Open, BSO ist Break Second Open und BG ist Baggage Car in der BR Maroon and Blood and Custard Lackierung. Wir haben dann 60 Tonnen Mineral, 5 Plank und Conflat, Kastenwagen sowie 20 Tonnen Bremswagen. Völlig neue authentische Dampflok-Simulation. Wobei, das hat zugesagt, wir dürfen nicht heizen. Das regt mich ein bisschen auf. Dann realistische und detaillierte Geräuschkulisse, die von einer echten Lokomotive aufgenommen wurde. Das stimmt, da habe ich die Videos dazu gesehen. Extrem detailgetreue Funktionen, Führerstelle mit lebensechter Leistung und Handhabung. Das ist eine Lüge, weil wir dürfen nur fahren. Wir dürfen nicht effektiv da Feuer nachschüren, Wasser, das Wasser kontrollieren etc. Das soll erst später mit einem Update kommen. Also, na, warum machen die sowas? Die wissen, wie es geht. Dann halt wieder den Reisemodus mit 24 Stunden an Aktivitäten, klar die Trainingsmodule, ausführlicher 24-Stunden-Fahrplan, ja, Auswahl von Nebenaufgaben, dann kompatibel mit den Library Designer, Szenarioentwickler und Creators Club, ist okay, mal schauen, was da noch kommt, also vor allem, wenn wir dann mit den anderen Lokis da drauf fahren. Original stand heute, 27.05., steht da, Downloadgröße 0,0 MB. Natürlich. Das ist aber ein kleiner DLC hier. Ja, na ganz viel Spaß.
kostet 30 Franken. Also plus wieder das gleiche in Euro. Genau, wenn ich hier das Interface wieder kleiner machen. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie es mit der Temperatur von der Lok aussieht. Ja, sind wir schon am Steigen hier. Ansonsten, umgebungstechnisch. Momentan nicht sehr viel los. Viel grün. Dürfte auch in den 60ern nur so vermutlich gewesen sein. Nicht, dass sich da großartig was verändert hat, aber jetzt die meiste Zeit geht es jetzt hier halt geradeaus. Und davor, zumindest in der heutigen Version, haben wir dann offen für 125 Meilen pro Stunde Hochgeschwindigkeit. Das ist eigentlich wirklich nur bei den Kreuzungen zu den anderen Linien, ist dann halt wirklich was los. Also wenn wir uns das mal hier nochmal anschauen, wo sind wir denn jetzt? Center Player. Da. Da haben wir jetzt vielleicht eine leichte Kurve hier drin, da vorne ist dann der erste Halt. Da ein Überwurf zu einer anderen Strecke. Ich weiß gar nicht, was das für eine Strecke ist. Und dann hier. Hier hat Matt im Livestream gesagt, das ist die allererste Flyover Bridge, das ist eine Überwurfsbrücke, die in England jemals gebaut wurde, die wir dann auch befahren dürfen. Hier halt ein, zwei Sidings, da der Merge mit der anderen Strecke wieder. Das ist halt interessant hier ein bisschen. Da gibt es auch ein paar Nebengleise da. Hier vielleicht noch, ist es hier verbunden? Nein, das geht unten drunter. Vielleicht gibt es dann hier noch ein paar Aufgaben. Das war's. Hier wird sicherlich noch einiges passieren, gütertechnisch. So, wir werden jetzt hier wieder zweigleisig. Max Speed, 90 Meilen pro Stunde. Ja, sind wir aber noch weit entfernt. Lok hat noch ein bisschen was zum Kämpfen. Hier tut es mal bitte ignorieren, dass die Plattform fehlt. Also, ist bei den anderen Stationen nicht so. Wie gesagt, ignoriert es. Wenn ich mir jetzt hier so den Brückenpfeiler anschaue, dürfte das hier mal viergleisig gewesen sein. Hab man jetzt hier zurückgebaut auf zweigleisig. Aber warum sollte ansonsten hier das so breit sein? Aber es hat jetzt noch ein interessanter Vergleich, jetzt und damals zu sehen, wie sich die Strecke verändert hat. Am liebsten würde ich jetzt ein Side-by-Side machen, aber ist ja halt noch nicht da. Wenn ihr aber jetzt schon die ganze Strecke von Transient World 2 sehen wollt, kann ich euch empfehlen, geht auf den YouTube-Kanal von Dovetail Games. Da gibt es momentan zwei Videos und im allerersten fahren sie die Strecke ab, und zwar von Cruden nach Liverpool Lime Street, so wie wir jetzt fahren, halt mit der neuen Dampflok. Sieht wirklich nicht schlecht aus. Auch da dürften hier ein paar mehr Gleise gewesen sein, also mindestens 2, 3, 4, 5, so wie es aussieht. Vielleicht eine kleine Abstellung, vielleicht hat es eine Industrie hier gehabt. Auch da geht es weiter. Brücke könnte neu sein. Wenn man denkt, dass es hier so weitergeht. Ja, wer weiß. Irgendwie hat es einen komischen Hall hier drauf, auf der Class 40. Naja. Wir könnten eigentlich ein bisschen den Diesel-Sound hier reinlassen.
Dann schauen wir mal das auf der anderen Seite auch noch. Ah, ich glaube, das könnte ein bisschen störend sein. Machen wir wieder zu hier. Ne. So. Schon laut genug hier drin. Ah, das Video kommt erst raus, aber ich habe gestern Video aufgenommen, wo ich in Alaska bin und mit so einer GP38 gefahren bin. Boah, die hat ja mal einen geilen Diesel-Sound gehabt. Oh, erste schöne Brücke hier. Eigentlich können wir uns die auch mal so anschauen. Sieht noch nice aus. Aber so wie das aussieht, war das dann hier immer schon zweigleisig. Ich glaube nicht, dass sie das einfach da aktiv reduziert haben. Okay, wieder zurück zu unserer Lok. Da kommt der Halt Hertford. Mit, ist das eine Eisenbahnbrücke hier? Nö, sieht nach einer Autobahn aus. Und das hier, das könnte eine Eisenbahnbrücke gewesen sein. Und der Halt hier wird nicht mehr bedient, so wie es aussieht. Also kann es sein, dass wir in Trainsim World 2 hier noch einen anständigen Halt haben. Mit einem Aufgang hier links und rechts. Aber hier wird nicht mehr stehen geblieben. Ah, na, das war... Ah, nee, das ist die alte Plattform. Ey, Moment mal. Hier fehlt auch die Plattform. Ah, dann ist es das gleiche Asset Pack wie beim hinteren Halt. Okay, dann nehme ich das mal kurz zurück. Wir gehen mit unserer Lok. Und da wird es wieder viergleisig. Also ich habe schon ein Ticket aufgemacht bei Alan Thompson und habe noch Fotos von den Hals geschickt und teilweise von der Oberleitung. Um zu fragen, ob das jetzt einfach Stand der Entwicklung ist oder ob bei mir da einfach wirklich was kaputt ist. Ich habe die Strecken aktualisiert, ich habe sie neu installiert, aber verändert sich nicht. Ich habe sogar die ganzen AP-Files extrahiert von den Routen, die als Requirement gelistet worden sind. Das sind eigentlich nicht viel, es sind glaube ich nur 4. Ich glaube, wirklich schneller werden wir hier nicht. Ich kann noch ein bisschen mit der Leistung runtergehen. Also ziemlich ländlich hier. Wir sind im nächsten Bahnhof aus Acton Bridge. Interessant, dass man hier schon die Brücken hat zum drübergehen. Und dann schauen wir uns mal Acton Bridge an. Das sieht modernisiert aus. Und da hat es auf alle Fälle hier nochmal Gleise gehabt auf der Seite. Oh, ABS. Hauptstraße hier drüber. Ansonsten nicht sehr viel Spannendes. Wir gehen mal wieder in die Lok rein. Wir haben nämlich ein ABS gekriegt. Ich weiß aber noch nicht warum. Ah, das ist vermutlich jetzt wegen der Kreuzung, dass wir dann nach links weggehen. Nach Lime Street. Aber das wäre gerade ein bisschen früh. Okay, Ankündigung hier schon mal. Okay. Ja, kann man gut vorstellen, dass es hier wirklich viel Güterverkehr gegeben hat. Gerade so im ländlichen Viehtransporte,
und die Weizen und Co. Bin mal gespannt, was sie da an Szenarien so alles bringen. Nur schaut, dass die Strecke halt wieder so kurz ist. Es gibt keine wirklich lange Strecke in Trails in World 2. Das ist einfach DS Classic umgeschlagen mit den massiven Strecken, die es hier teilweise gibt. Wenn man gerade die ganze East Coast Mainline gibt es als ganze Strecke. Da bist du ein paar Stunden unterwegs, bis du da von A nach B kommen bist. Okay. Auch hier sehen wir, dass wir da ein paar Gleise hier hatten auf der Seite. Und da ist jetzt die Flyover Bridge oder die Überwurfsbrücke. Ich weiß gar nicht, wie man das direkt in Deutsch übersetzt. Wo es jetzt nach links geht. Na komm, Spiel. Oh, da fehlt die Brücke, sehe ich gerade. Das ist mindestens das Asset. Genau, die West Coast Mainline geht hier da so weiter. Na, Moment. Ja, doch. Und hier der Überwurf von der anderen Seite. Sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Und auf der Karte technisch, wenn wir uns das mal hier angucken, Center Player. Ja, könnten wir jetzt nach da oben weiterfahren. Auf der Hauptstrecke. So, werden wir langsamer. Ja, hat so ein bisschen was zu schaffen hier, die Lok. Also leichte Steigung hier. Merkt man es dann schon mal für Trains in World 2. Also mit der Lok ein bisschen mehr Gas geben müssen. Oi. Jetzt aber gerade arg langsam. Das wirkt gar nicht so steil. Naja, doch. Hat schon ein bisschen was. Oh ja, geile Ansicht hier unten. Spiel, du bist manchmal super mit deinen Ansichten. Okay, ich glaube, diese Brücke hat es in den 60ern noch nicht gegeben. Das sieht sehr modern aus. Dürfte vermutlich neu gemacht worden sein, als sie hier die Autobahn gemacht haben. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Vielleicht war es vorher sowas wie das hier. Und haben sie dann einfach neu gebaut. Okay, Steigung ist vorbei. Gehen wir wieder langsam Geschwindigkeit. Ich kontrolliere gerade meine Temperatur. Naja. Aber bis Liverpool. Dürfte schon reichen. Na, ja, spielen wir also plus minus 20 Minuten, könnte man da sein. 16 Meilen. Es muss eine mega Arbeit gewesen sein, die Strecke hier zu bauen. Gerade den ganzen Damm hier so aufzuschütten. Ja, auch das sieht nach Sektionen aus, wo es mehr Gleise gegeben hat damals. Hat mal halt die Masten stehen lassen. Weil günstiger. Das hier auf der Seite sieht aus, als jetzt vielleicht hier mal so eine Abstellung geben. Aber es ist natürlich interessant, hier in Train Sim World nachzugucken, was es hier hat.
Oder war hier vielleicht eine Industrie gewesen ist. Ja, warum sollte hier das sonst alles so grün sein? Einfach so. Okay, weiter in der Strecke. Ein Haufen Brücken hier. Ansonsten... Oh, nee. Ah, das ist ein bisschen ein Nachteil von der Strecke da. Die Nachladeregler hier. Das sind jetzt die vierte Phase jetzt von der Strecke. Und ab Phase 3 zumindest habe ich immer diese komischen Laderuckler hier auf der Strecke. Und zwar richtig böse. So wie der jetzt. Da bleibt es gerade stehen, muss nachdenken und dann läuft es wieder weiter. Amaz hat zwischendrin schon gemerkt, dass er diese Mini-Ruckler hat. Ich hoffe, okay, jetzt ist er wieder da. Also wie jetzt, wenn er da was nachladen muss. Also hier haben wir eine Strecke, die von der Seite kommt. Keine Ahnung, was hier hinten mal gewesen ist oder ob das eine Nebenstrecke ist. Aber hier steht zumindest noch ein kleines Stellwerk. Jetzt sicherlich nicht mehr in Betrieb. Aber vielleicht noch in den 60ern, wer weiß. Gehen wir wieder zu unserer Lok rein. Ah, immer noch dead straight geradeaus. Jetzt könnte man zu schnell werden. Oh, ein bisschen bremsen hier. 65 Meilen maximal erlaubt. Oder auch da. Hier das Ganze durchsprengen da. So, Runcorn. Nächster Blatt. Nächster Bahnhof hier. Auch mit eigenem Stellwerk. Und da geht links eine Strecke weg. Hat auch hier seine eigene Plattform. Die Frage, wie weit man dann hier bei Transim World hier entlang fahren könnte, geht da nach hinten. Dafür sind wir jetzt hier. Also ich ignoriere jetzt die Missing Assets. Transim World 2 sind die ganze Umleitung eh nicht da. Auf die große Brücke hier. Wo man mit dem Mega-Viadukt hier hinten. Das sieht geil aus. Schaut euch das mal an hier. Ja, okay, man sieht jetzt nicht sehr viel. Aber dann hier das Mega-Viadukt da. Nice. Ich glaube einfach, da fehlen einfach nur wirklich Assets in der Entwicklung. Ist ein bisschen schade. Aber ja. Kriegen wir trotzdem so ein bisschen Gefühl, wie dann die Strecke in Transim World 2 sein wird. Können wir ein bisschen mehr Schmackes machen. Hier hat es einen mega großen Containerhafen. Da gehen dann auch Gleise runter. Und ich glaube, von der Seite da kommt noch eine Strecke. Können wir mal ganz kurz auf der Karte schauen. Ja, Tatsache. Eben, die Strecke kommt da noch mit rein. Also da dürfte es entsprechend andere Szenarien geben. Dass wir dann hier irgendwie was holen müssen. Schön. Gut. Maximum Schmack ist wieder. Ja, normalerweise hätte ich jetzt zu der Strecke, zumindest von dem Abschnitt, kein Video gemacht, eben wegen den fehlenden Assets da. Das ist einfach unschön. Aber ich habe jetzt sonst keine passende andere Strecke, wo ich Schuh nach Liverpool anständig zeigen kann. Bis jetzt ungefähr ist. Aber wenn jemand von euch auch die Strecke hat, und das mit und die gleichen Probleme hat, kannst du es mal in die Kommentare. Das ist ein Haltepunkt, so wie es gerade aussieht, der auch nicht mehr genutzt wird. Hat sogar noch ein paar Bahnsteige hier. War vermutlich für die Mitarbeiter da vom Dock. Interessant, dass das jetzt nicht mehr benutzt wird. Ich hätte mir noch vorstellen, dass da noch ein Haufen Leute arbeiten.
Und jetzt kommt wieder lang nichts. Hier links noch die Güterlinie. Ich werde dann später, glaube ich, auch merchen. Bisschen Industrie hier. Und dann macht die Strecke noch einen interessanten Schlenker hier rüber. Da hat es eine Brücke. Und bleibt hier aber nicht zusammen. Ich glaube, ich habe mal bei Alan Thompson mal in den Livestream reingucken, wo er die Phase 4 gespielt hat, wie das bei ihm so aussieht. Da hinten hat es auch noch eine Industrie, wo jetzt die Gleise hingegangen sind. Ich kann mir doch vorstellen, dass vielleicht hier noch ein bisschen was abgeht. Auch da wieder. Da ist wieder so ein Haufen Grün. Sieht wieder so ein reiner Abstellbereich aus. Wer weiß. Frag mich gerade, haben sie... Doch, ich glaube 1960 haben sie schon ABS gehabt. Ja, doch, klar. Das sind ja schon die Vororte von Liverpool. Nächster Halt, Liverpool South Parkway. Recht großes Parkhaus. Mit Bahnanschluss. Ja, da geht es auch nochmal irgendwo hin. Industrie hier. Und das erste Stellwerk. Ein größeres sogar. Okay, so wie das aussieht, dürfte hier noch ein bisschen mehr abgehen in der Vergangenheit. Geht auch da weiter zu einer Industrie. Und Hauptstrecke hier weiter nach rechts. Und da ist Liverpool's South Park. Wait. Abstellungen hier. Ich glaube, wir machen hier mal kurz Freikamera. Also das dürfte dann auch mit drin sein in Train Simulator 2. Ja, schaut euch mal den Platz an, also da hat es 100 Pro mehr gehabt. Das ist der Parkway. Ich bin mir nicht sicher, was da 1960 schon gewesen ist. Die Strecke ist mir garantiert durchgegangen, aber ob das dann damals schon ein Parkhaus gewesen ist. Sieht zumindest ein bisschen zu modern aus für das. Und ansonsten kommen dann hier die Linien wieder zusammen. Jetzt kommen die ganzen Lokalstationen. Da lässt sich da bestimmt ein schöner Regio-Service zusammenstellen. Ja, haben sie ja sogar einen Bahnsteig gekürzt hier.
So, davon kommt schon 30. Da sind wir kurz vor Liverpool. Und da wird es nochmal ein bisschen interessant, gleistechnisch. Letzte Hügel nochmal, geht nochmal hier steil nach oben. Macht die Temperatur. Ja, wird langsam gelb, aber wir sind eh gleich da. Okay, hier ja, mal runter vom Gas. Ich würde sagen, dann bremsen wir mal leicht. Also das Bremsgeräusch macht Armstrong Power, das ist jetzt schon mega. Generell die Umsetzung vom Drehgestell, wo das dann auch noch unterschiedlich ist, je nach Drehgestellart, diese Ausführung. Ah, ist schon sexy fürs Ohr. Ja, ein bisschen zu schnell ist immer noch. Hier sind also Split hier nach links und rechts. Jetzt gehen wir hier mal in die freie Kamera. Da. Große Abstellung hier. Und der Bereich hier vorne. Da wo jetzt hier die ganzen Häuser sind, da hat es alles Güterabstellungen gehabt. Und da gab es auch einen Überwurf hier nach drüben. Jetzt seht ihr, hier geht so die Schienen hier nach oben. Hören jetzt aber hier auf. Und werden dann hier so rübergegangen. Und Peter hat gemeint, auf hier auf mehreren Ebenen hat es dann hier Industriebereich mit den ganzen Haufen Gleisen. Hier die andere Hauptstrecke. Wenn wir kurz auf der Karte gucken. Genau, geht noch da hier hinten weiter. Ah, sieht schon schön aus. Und gleich werden wir nicht mehr sehr viel sehen. Ja, dann sind wir ja pseudo-unterirdisch. Screenshot hier. Wobei, gehen wir ganz kurz in die Pause. Right. Machen wir das mal ein bisschen schöner hier. Jetzt nehme ich mal mit beim Screenshot machen. Ich möchte es mit dem 31.05 hier nur schön drauf haben. Irgendwie so. Ein Foto. Komm, nice. Edge Hill. Auch da sieht es aus, als wenn man hier was reingegangen wäre. Also hätte man dann 1, 2, 3, 4 Gleise hier. Und runter geht's. Und da vorne am Ende ist Endstation. Und über uns Liverpool. Aber das muss krass aussehen, wenn du da oben stehst und da die Züge so beobachten kannst. Aber einfach wie viel maximal Tonnen Erde man hier wegmachen musste für die Konstruktion da. Mal die Lichter hier drin an. Okay. Und weiter rollen.
Also wirklich großartig erweitern können sie jetzt ja auch nicht mehr. Das wäre ja viel zu teuer, hier die Wände zu erweitern. Okay, 15 km/h Einfahrt. Schön langsam. Also ein bisschen abschüssig, aber zu schnell hier. Okay, und das haben wir jetzt wieder gerade. Ich hätte gerne einen Head-Out-View. Ob die da teilweise Probleme gehabt haben mit Kindern, die hier Steine runtergeworfen haben und so? Bei der Londoner Metro zumindest war das ein Problem. Da haben sie dann die Brücken oben dicht gemacht mit Gittern, damit die dann immer die Steine runterwerfen können. So, in den 1960ern hat Liverpool eine Drehscheibe gehabt, die war dann hier auf der linken Seite. Jetzt nicht mehr da. Braucht's gar nicht mehr. Die Ansicht ist jetzt gerade ein bisschen doof hier drin. Das ist Liverpool. Jetzt gehen wir hier mal vom Gas weg. So, da. Der Stellberg. Vermutlich noch aktiv. Und hier in dem Bereich wäre die Drehscheibe gewesen. Ist jetzt alles zu. Ansonsten, glaube ich, ist der Bahnhof weitestgehend original. Bis auf das Dach, da bin ich mir unsicher, ob das 1960 auch schon so war oder ob das ein Neubau ist. Müsste man jetzt dann in Transient World 2 gucken, aber das sehen wir dann spätestens am Montag, wenn wir dann auf der neuen Strecke unterwegs sind. Dudele, ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Jetzt habt ihr ungefähr einen Eindruck, wie die Strecke so sein wird in Transient World 2. Also da werden garantiert mehr Gleise dann da sein. Und schaut natürlich alles ein bisschen älter aus, eben 1960er. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht ein Like da oder einen Kommentar. Und wenn ihr Bock habt, kommt auf unseren Discord-Server. Link ist in der Videobeschreibung. Und damit wünsche ich euch weiterhin eine gute Fahrt. Bis bald.